Moin Moin, willkommen in der Garage. So, ich habe das letzte Mal ohne Kamera nochmal den Bremszug hinten gemacht, Bremse beißt, den Dekozug gemacht. Ich habe das hier vorne auch nochmal so ein bisschen so hingedreht, dass diese vordere Halterung da dran ist, damit sich der Auspuff nicht losrüttelt. Und ja, jetzt muss ich noch den Bremszug für vorne, der muss noch gemacht werden. Und der Gaszug muss noch gemacht werden. Dann sieht das schon mal alles soweit ganz gut aus. Was ich allerdings auch noch machen möchte, ist hier hinten ein Rücklicht. Da muss ich noch mal gucken, dass ich mir da aus einem Stück Flachstahl einen Halter baue, der hier hinten so hoch geht und wo dann hier hinten das Rücklicht dran ist. Und mal gucken, ob mir das so gelingt. Ja, und wenn die Motorleistung nicht ausreichen sollte, liegt hier noch ein Motor, 63 Kubik DR-Zylinder, 1212er mit Polini Luftfilter. In der Art ist der Motor schon mal gelaufen. Der läuft, weil er gebraucht ist, nicht mehr ganz so, naja, er klappert ein klein bisschen, aber er läuft noch ganz ordentlich. Vor allen Dingen hat er aber ganz schön Kraft. Das war im Grunde genommen der Motor, der hier in der Boxer mal drin war, als ich sie gekauft habe, wo ja ständig der Keilriemen durchgerutscht ist beim Beschleunigen, weil das Ding so viel Dampf hatte. Also, und da war noch ein Original, es war zwar ein Boxer-Auspuff, der schon besser geht als die Chao-Töpfe, aber dann mit dem Auspuff, das sollte eigentlich dann dazu reichen, das Ding flott laufen zu lassen. Öl muss ich hier nochmal aufkippen, weil als die geliefert wurde im Karton, waren die Schrauben hier oben lose, da ist natürlich Öl ausgelaufen, der Karton war auch ganz schön mit Öl eingesaut, da fehlt also etwas, aber da kommt das gute Forkenöl rein, 20er Forkenöl, dann ist das auch gut. Wer es ein bisschen weicher haben will, nimmt 10er, aber ich mache erstmal das vorgesehene 20er rein. Jo, dann wollen wir loslegen. Den machen wir mal hier vorne. Lösen wir mal. Die Öleinfüllschraube. Dann besorge ich mir schon mal gleich einen neuen Dichtring. In der passenden Größe. Wollen wir einen Dichtring suchen, gleich zwei davon natürlich. So, wollen wir mal gucken, wie viel da fehlt. Also da drückt man jetzt einfach so viel rein, bis es an der Öffnung wieder rauskommt. Gucken, was voll ausgefedert ist. Fehlt noch was? Da war wohl nicht mehr viel drin. Ups. So,
So, hier kommen so Fieberscheiben drunter, also keine Kupfer- oder Alu-Dichtringe. Überschlüssel. So, das war die eine Seite. Und das machen wir auf der anderen Seite auch noch. So, und fürs Rücklicht habe ich mal eben so einen Halter zusammengebraten. Der wird natürlich noch geschliffen und die Ecken werden abgerundet. Und der kommt dann hier hinten ran, damit das Rücklicht da festgemacht werden kann. Dann machen wir den noch mal ein bisschen schön und dann zeige ich euch mal, wie ich mir das gedacht habe. So, flink ein paar Löcher gebohrt, die Ecken ein bisschen abgerundet und nun kommt das sagenhafte Rücklicht da dran. Ein Bremslicht habe ich zwar nicht, das gilt ja hier auch bei dem Projekt, wer bremst, verliert, aber so kommt das da ran und deswegen muss er in der Mitte der Ausschnitt sein. Weil das hier mit den Kabelanschlüssen so ein bisschen blöde ist. Aber so ist das nun mal. Dann schrauben wir das noch mal fest. Tja, wieder typischer Fall. Pass auf, was du machst. Jetzt wollte ich gerade das Rücklicht dran setzen. Löcher habe ich ja alles fein säuberlich gebohrt. So. Und stelle aber fest, dass das schief ist. Was haben die sich dabei denn gedacht? So, das muss also so. Ich kann es jetzt theoretisch ein bisschen schief festbauen. Die Nummernschaltbeleuchtung brauchen wir eh nicht. Nur, dadurch, dass hier unten so ein Schlitz drin ist und in diesem Schlitz hängt dieses Chromding, ist dieses Chromding natürlich auch schief. So, ich werde jetzt also hier im Dremel hier diesen Schlitz, hier einen kleinen Schlitz reinschneiden, dass ich das da verdrehen kann. Es ist doch irgendwie, wieso macht man sowas? Ne? Also das ist doch wieder völlig unverständlich. Ich meine, hier ist ja diese Scheibe noch mit dabei, aber da passt natürlich auch jetzt nichts von den Löchern her hier, das, weil ich das natürlich nach dieser Geschichte gemacht habe. Es ist also manche Sachen, sowas nervt mich. Hm? Gut, jetzt ist es diese Nummernschildbeleuchtung. Nummernschild gibt es nicht, das klebe ich vielleicht auch mit schwarzem Klebeband ab. Und dann wollen wir gucken, wie das dann aussieht. Ja, jeden Scheiß muss man nacharbeiten, aber ist okay. So, hier ist noch die originale Klammer dran für die Kabelbefestigung. Das heißt, hier muss jetzt, da muss ich noch ein Massekabel drunter legen. Das hier ist der Plusanschluss. Der ist fürs Bremslicht, was wir nicht brauchen. Und dann kann das Kabel hier entlang runtergehen, da runtergehen. Hier unten ist ein Loch. Da geht das, wird das dann durchgeführt, geht nach vorne. Das müssen wir dann mal als nächstes reinfriemeln. Aber erstmal mache ich, glaube ich, den Gaszug und den Bremszug. Ja, da wollte ich hier vorne noch eine Einstellschraube reinmachen. Aber Loch ist zu klein. Da schneiden wir eben nochmal ein 6 mm Gewinde rein. Damit da auch nochmal eine Einstellschraube ist. Theoretisch reicht auch eine hier oben, aber warum nicht? So, das Ding ist da. Wer sich wundert, warum ich die Bautenzüge hier so üppig lang gemacht habe, ich habe die extra länger gemacht, falls ich denn doch einen höheren Lenker brauche, dass ich dann auch ein bisschen Reserve habe. So, das kann rein. Dann muss ich den Deckel hier nochmal abnehmen, damit ich den Gaszug verlegen kann. Und ja, dann ist das soweit fertig. Hier draußen, ab und zu knallt es mal ein bisschen. Es ist schon, die letzten Jahre Silvester, es war deutlich mehr. Ja, also ich muss ja zugeben, für mich, als ich so,
weiß ich nicht, 12, 13, 14, 15 war, vielleicht auch noch mit 16. Das wäre ja für mich eine Katastrophe gewesen, wenn man Silvester nicht hätte böllern dürfen. Heute ist mir das eigentlich Piepschnurzwurz. Aber, naja gut, aber die ganzen Freunde dürfen auch nicht böllern. Obwohl bei uns in Lübeck darf man an bestimmten Ecken böllern. Unter Mindestabstand und Pipapo. Also in Hamburg darf man überhaupt nicht, da ist komplett in der ganzen Stadt überall Böllerverbot, bei uns darf man's. Ja, vielleicht haben wir auch viele Böllertouristen heute Abend, mal gucken. So, jetzt nehme ich erstmal hier den Deckel ab und dann schneiden wir mal Hülle zurecht. Ja, Hülle kaufe ich ja immer mit meterweise. Es gibt Leute, die kaufen sich fertige Züge, aber weiß nicht, das finde ich immer nicht so. So, das lassen wir hier auch ein bisschen Luft nach oben. So, einmal da längs, einmal hier. Das sollte reichen. So durchknippen. Kürzer machen kann man immer. So. So, das kommt dann hier oben durch. So, jetzt müssen wir nur noch einen Bautenzug finden und einen Nippel da oben. Und dann können wir das eigentlich auch schon fertig bauen. Wie gesagt, hier das Kabel, das werde ich erstmal dran lassen. Das ist für eine Hupe, vielleicht besorge ich mir irgendwann nochmal so eine Schnappe. Mal gucken. Aber jetzt im Moment, das tüllen wir nachher erstmal fest. So, was habe ich gesagt? Bautenzug. Bautenzug. Da brauchen wir einen einen hier. Als Gastzüge, das ist immer das gleiche, was man auch sucht. Ja. Das ist der passende Zug. So, den passenden Gegenhalter. Wo haben wir mal einen schönen schnuckeligen? Der müsste eigentlich gehen dafür. Mal gucken. Der ist zu dick. Der ist zu dick. Mal gucken, ob wir einen dünneren finden. So, da war die Kamera eben aus. Aber jetzt ist der Zug dran. Wunderbar. Bremse auch. Dann fehlt jetzt nur noch der Gaszug. So, da brauchen wir auch wieder ein bisschen Hülle. Und zwar. Mal gucken. So. Dann hier nach oben. Das sollte reichen. Zwei.
Und den Rest. Fällt hier alles wieder auseinander. Packen wir wieder ordentlich weg. So, und, achso, ja, der soll normalerweise hier durch, hier ist nämlich so ein Schlitz drin für den Bremszug, aber, ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen elementar, so, ja, den muss ich jetzt mit der Spitzzange hier nochmal wieder rausfummeln. Weil ich keine Lust habe, weil ich eine faule Sau bin, das Ding hier wieder wegzunehmen. Zack. So. Dann guckt der da oben raus und der ist ein bisschen arg lang, aber dann müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen kürzen. Also 7-8 cm kürzer machen. Aber jetzt mache ich immer ein bisschen Sprühöl. Und zwar kein WD-40, sondern Sprühöl. Da passt nämlich dieser angesetzte Schlauch vom Sprühkopf. Der passt nämlich normalerweise wunderbar, in einen Bautenzug rein. In diesen nicht, weil der ein bisschen schief abgekniffen wurde. So, und dann einfach von oben reinsprühen, ein bisschen sacken lassen. Man kann auch den Innenzug mit Fett einpinseln. Das kann man eigentlich machen, wie man lustig ist. So. Ups, jetzt ist hier schon sich ein Draht gelöst. Das hasse ich hier immer ganz besonders. Ich schneide den nochmal ganz sauber ab. Aber wenn sich ein Draht hier löst, dann kriegt ihr das ja nie sauber durch die Hülle. So, und dafür ist so ein Bautenzugschneider wirklich optimal. So. Ab durch die Kurve, ab nach oben. Und da kommt das Öl schon raus. So, und jetzt kommt der Zug aus der Hülle raus. So. Ja, so, den kühlen wir da oben noch rein. Und dann ist das mit den Zügen schon mal soweit ganz gut. So, nun nehmen wir hier so ein Kabelschutzrohr oder auch Bougierrohr, wie es eigentlich heißt. Legen das von hier oben. Atmen wir hier durch.
bis zum Scheinwerfer. Und dann brauche ich noch eins, was von hier oben vom Lichtschalter hier runter geht, zum Scheinwerfer. Und da muss ich mal gucken, welche im Scheinwerfer da wie verbunden sind. Weil normalerweise kommt einmal Masse nach oben, eins geht ans Rücklicht und eins geht zum Schalter. Und das rote von hier unten vom Motor und Masse, das geht auch hier nach oben. So, das heißt, ich müsste dann das extra Massekabel hier mit einem doppelten Stecker anschließen, dass da die Massekabel verbunden sind. Und dazu fürchte ich, muss ich hier dieses Blech hier doch nochmal abnehmen. Aber, ja, was soll ich sagen? Das ist dann so. So, mal gucken. Wie lang muss es denn sein? Uiuiui, draußen geht es ja doch schon los. Na, doch einige anballern. Aber die haben ja auch gesagt, die Polizei wird arg kontrollieren. So, das da durch, das da durch. Da, da unten links. Dann hier hoch. Dann zum Scheinwerfer und dann lassen wir das Ganze ein bisschen länger. Und dann knipsen wir das hier ab. So, jetzt habe ich hier schon mal blau für Rücklicht, braun für Masse. Auch da gibt es ja wieder Spezialisten, die überall schwarze Kabel verlegen. Was demjenigen, der da hinterher dran schrauben muss, wenn es ein Elektrikproblem gibt, zum Wahnsinn bringt. Hier nicht unbedingt. Aber wenn hier zwei schwarze Kabel nach oben kommen, dann weiß ich auch nicht, welches ist Plus, welches ist Minus. Das ist doch alles Murkelkram. So. Und dann müssen wir mal gucken, wie lang ist denn das jetzt hier? So, das guckt hier ein Stück, lassen wir ein Stück rausgucken. Und hier lassen wir es ein Stück rausgucken. Und ich habe mir jetzt schon dreimal geschworen, ich nehme den Seitenschneider hier hin, wenn wir es hier abknipsen kann. Und jedes Mal lasse ich ihn auf der Werkbank liegen. So. Zack. Das ist dann übrig. Und genauso lang machen wir jetzt das braune Kabel. Weil die müssen ja gleich lang sein. So, dementsprechend sind die hier gleich lang, etwas länger, sollen ja auch rausgucken. Die stopfen wir jetzt hier durch. Ja, man kann da auch ein Stück, das ist immer ein bisschen blöd, weil normalerweise müsste man da jetzt eine zweite Hand haben, damit man das ein bisschen ein, dass das einer ein bisschen lang ziehen kann. Dass man das da durchschieben kann. Man könnte auch ein bisschen Silikonspray reinsprühen und man kann auch ein bisschen Öl reinsprühen, wobei Öl finde ich immer nicht so schön.
Naja, ich fummel das mal eben durch. So, da ja keiner von euch bereit war, das Kabel hier, das Kabelrohr ein bisschen in die Länge zu ziehen, habe ich eben das eine Ende ein bisschen in den Schraubstock eingespannt und dann kann man das eigentlich ganz gut durchschieben. So, und das kommt jetzt nämlich einmal hier durch. Durch dieses Loch hinter dem Luftfilter, dass da durch den Rahmen geht. Da ist jetzt die Frage, passt das Kabelrohr da nämlich durch? Wahrscheinlich gerade ebenso. Ja, gerade ebenso. Den richtigen Durchmesser gewählt. So. Wir lassen das noch ein bisschen länger. So, hier haben wir ja gesagt, hier ist die Klammer noch da für das Kabel. So, da kommt das raus, das ist okay so. Und dann wird das hier einmal hier vorne durchgeschnupst. Ja, da muss ich doch nochmal das blöde Blech lose machen hier. Um das da runter zu ziehen, dass ich das hier oben auch schön rauskriege, das Kabel. Na gut, dann machen wir das mal. Das alte Blech nochmal wieder lösen. Hier kommt man ja jetzt ganz gut ran, wenn das Original Chow ist. Dann hat man hier immer schon den Kuhfühl im Weg. Springt hier natürlich auf der Seite der Bordenzug für die Bremse wieder raus, die Hinterradbremse. Jetzt die zweite wieder reinfriemeln. Friemelkram hier mit diesen dünnen Schräubchen oder mag ich es nicht, wenn man hier zuguckt. So, jetzt habe ich es wieder fest und festgestellt, es war eigentlich Idiotenkram. Weil ich muss ja auch noch das vom Motor hier durchziehen. Ich hätte jetzt auch ein dickeres Kabelschutzrohr nehmen können. Von hier bis da und das dünne bis hier hinlaufen lassen und dann mit Isoband verkleben. Ja, hätte man auch machen können. Aber so, nun ist es wurscht. So,
So, nun haben wir einmal vom Motor das Rote. Und jetzt brauche ich nochmal Masse vom Motor. Das wird dann natürlich wieder das Braune. Und die fangen draußen echt immer mehr an zu ballern. So, reicht das schon? Ja, das reicht. So, jetzt geht das gleiche Spiel wieder los. Allerdings ist dieses Jahr kürzer. Schraubstock stecken, aber ich glaube, das geht jetzt so durch. Na, da kommt es schon raus. So. So. Und das muss natürlich jetzt hier auch nochmal drunter, unter den Kabelschacht. Dann machen wir das mal. Ach Mensch, Scheiße. So. Das ist jetzt auch fertig. Dann können wir hier ein Kabelanschluss drauf machen. Und Masse machen wir das gleiche. Jo. Weiß ja nicht, ob man das im Video hört, aber jetzt geht's langsam los hier. Könnt ihr auch noch mal eine Fehlzündung hier machen. Drauf. Das ist soweit okay. Das kommt nachher hier so reingesteckt. Seht ihr das überhaupt? Ne, seht ihr gar nicht. Ne? Der kommt hier nachher so rein. Und der kommt, da kommt eine Ringöse drauf. Und zwar, wo habe ich jetzt Ringösen? Ich habe hier so viele Kabelverbinder-Sortimente. Bei dem einen ist dies drin, bei dem anderen ist das drin. So, ich muss nachher mal gucken, entweder kriege ich das mit den Steckanschlüssen da vorne hin oder ich lege die Kabel in den Scheinwerfer und verdrahte sie da.
Nase. Und den. Testspannung drauf geben, ob das funktioniert. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Das muss weg. Und den da jetzt so reinfriemeln. Das ist auch eine spezielle Arbeit. Das wird hier mit so einer Federklammer gehalten, hier hinten das Kabel. Ich überlege, ob ich hier nochmal ein kleines Loch bohre. Das mache ich wahrscheinlich. Und einen Kabelbinder daran mache, dass das ein bisschen fest ist. Aber nun hole ich mir mal eine Batterie und guck mal. Blau und braun Strom drauf geben, ob das wirklich geht. So, da meine 6 Volt Batterie gerade leer ist, die muss ich auch mal wieder aufladen, mache ich das jetzt mal mit dem Ladegerät. Jo, bisschen düster. Muss man mal gucken, ob da 6 oder 12 Volt Birnen da drin sind. Da muss ich, glaube ich, wohl noch mal nachgucken. Das sieht mir eher nach 12 Volt aus. Aber ich finde es ein bisschen düster. Oder was meint ihr? Die Birne noch mal ausfummeln. Das Glühobst. Und mal gucken, was da drin ist. War natürlich 12 Volt drin. Was ja eigentlich auch normal ist, aber... Hammer ist es nicht, aber welches Moped-Rücklicht ist schon der Hammer. Immerhin, es ist ein Rücklicht. So, Elektrik ist soweit vorbereitet. Ja, ich glaube, das reicht auch für heute. Und für dieses Jahr. Auch wenn ich kein Silvester feiere, aber es ist kurz nach 6 und so langsam kriege ich Hunger. So, und ja, ich glaube, ich werde jetzt nur noch mal ein bisschen aufräumen, gucken, was ich noch brauche. Hier muss ja noch mal, das muss noch mal verbunden werden. Das ist das rote Kabel, was ja zum Lichtschalter muss. Und habe ich das jetzt ein bisschen kurz gemacht. Dann kann ich das noch ein bisschen ziehen. Muss ich gleich mal gucken. Und dann verdrahten wir vorne den Scheinwerfer noch und den Lichtschalter. Ja, und dann dann sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Und dann hoffe ich mal, dass es irgendwann mal nicht mehr so kalt ist, dass man auch mal eine Probefahrt machen kann. Und wenn es zu langsam ist, wie gesagt, der andere Motor liegt da. Ich denke mal, irgendwie mit 63 Kubik großem Vergaser und dem großen Luftfilter könnte da noch ein bisschen mehr Wumms drin sein. Aber das werden wir dann entsprechend sehen. Ja. Dann wünsche ich euch alles Gute für das nächste Jahr. Ich hoffe, das wird etwas besser
als dieses. Ich bin noch weiter in Kurzarbeit, auf jeden Fall bis März. Das heißt also, ich habe dann hier und da noch ein bisschen Zeit, auch hier dran was zu machen. Und mal gucken, vielleicht kommt ja auch irgendwas Neues noch mehr wieder dazu. Ja, und ansonsten, wie gesagt, frohes Silvester. Ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, aber ich mache nichts Tolles. Ich hau mich aufs Sofa. Bis dann. Tschüss.